Rai Südtirol, das Mittagsmagazin Spezial mit Christian Bassani. Grüß Gott und herzlich willkommen. Die SVP, die Freiheitlichen, Fratelli d'Italia, die Lega und die Lista Civica haben heute Vormittag, wie vorhin gehört, die Regierungsvereinbarung unterschrieben. Damit steht die Regierungsmehrheit. Noch wird aber über die Zusammensetzung und vor allem über die Größe der neuen Landesregierung diskutiert. Aber was schon steht, das ist das Koalitionsprogramm dieser fünf Parteien. Doch was genau ist im Koalitionsprogramm vorgesehen? Wie soll unser Land in den kommenden 5 Jahren regiert werden? Und können die Freiheitlichen mitregieren? Können sie das überhaupt? Immerhin waren sie bisher immer nur eine Oppositionspartei. Was sagen Sie? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit. Die kostenlose grüne Nummer lautet 83 mal die 0 144 77. Gast bei mir im Studio ist die langjährige Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen Uli Meier. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Meier, die Freiheitlichen haben immer gesagt, es braucht eine blaue Handschrift, die in dieser neuen künftigen Landesregierung erkennbar sein soll. Was konnten so gesehen die Freiheitlichen im Koalitionsprogramm durchsetzen? Also Herr Bassani, verzeihen Sie mir, wenn ich noch nicht vorgreife, das wäre nicht korrekt, und jetzt das Programm inhaltlich so darlege, was von den Freiheitlichen kommt und was nicht. Aber was sind so die Schwerpunkte, sage ich jetzt mal? Die Koalition hat sich geeinigt, dass die Schwerpunkte Initiativen zur Wiederherstellung, auch Aktualisierung und zum Ausbau der Autonomie gesetzt werden. Mhm. Ein Programmpunkt, der ganz klar von uns Freiheitlichen immer in den Programmen gestanden hat, wo wir auch Wahlkampf damit gemacht haben und natürlich für uns absolut begrüßenswert ist. Die Koalition hat sich weiters vereinbart, dass Maßnahmen zur Sicherung qualitativ hochwertiger Bildungsangebote, Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote gesetzt werden, mit Schwerpunkt natürlich auch auf das Erlernen der Sprache, vorrangig natürlich Deutsch oder Italienisch. Mhm. Dann natürlich, was leistungsgerechter und den Lebenshaltungskosten entsprechender Einkommen im öffentlichen wie privaten Sektor anbelangt, auch hier eine klare freiheitliche Handschrift. Der leistbare Wohnraum, ein ganz großes Thema. Wohnoffensive, einen Mietermarkt auch schaffen mit einem besseren Vermieterschutz. Dann natürlich die öffentliche Sicherheit. Da möchte ich gerne einhaken, Frau Meier, denn das ist ja immer auch wieder ein bisschen gerade auch Ihr persönliches Steckenpferd gewesen in den vergangenen Jahren als Abgeordnete der Freiheitlichen. Jetzt sieht dieses Koalitionsprogramm beispielsweise vor, dass in der Landesregierung künftig ein Regierungsmitglied mit dem Thema Gewaltprävention und öffentliche Sicherheit beauftragt werden soll. Das Land hat aber keine Kompetenzen über die Staatspolizei und Carabinieri. Was soll man also mit einem solchen Ressort erreichen? Das Land hat Kompetenzen, was Ortspolizei anbelangt, eine bessere Vernetzung, eine bessere Ausbildung, Schulung, auch Ausstattung in Zusammenarbeit und immer in enger Kooperation auch mit den Gemeinden. Nachdem diese Koalitionspartner in Verhandlung entschieden haben, dass auch die staatlichen Sicherheitskräfte unterstützt werden in Sachen Ausstattung, Bodycam, Taser und so weiter, nimmt man dann ja auch teil an diesen Sicherheitstischen und so weiter. Und man wird sich natürlich in einer Regierung auch dafür stark machen können, dass eine bessere Koordination stattfindet, eine bessere Kooperation, eine bessere, engmaschigere Zusammenarbeit. Und diese Punkte sind natürlich nicht nur ein Anliegen, sondern dann auch effektiv anzugehen. Hier muss auch klar dann geliefert werden. Werden Sie, Uli Meier, dieses Ressort übernehmen? Das sage ich Ihnen nicht, Herr Bassani. Das wird dann bekannt werden, sobald alles unter Dach und Fach ist. Aber das ist wieder kein Nein. Das ist wieder kein klares Nein. Es ist auch kein klares Ja. Ja. Ich sage Ihnen dann, wenn es soweit ist, werden Sie es erfahren. Toni Jöchler aus Fahren möchte gerne mit diskutieren. Wir diskutieren heute über die künftige neue Landesregierung. Uli Meier von den Freiheitlichen ist heute mein Gast im Mittagsmagazin Spezial. Wenn Sie Fragen an Uli Meier haben oder gerne einfach mitdiskutieren wollen, das ist die kostenlose grüne Nummer 83 mal die 0 144 77. Herr Jöchler, bitteschön. Ja, also ich bin Toni Jöchler aus Fahren. Ich habe mich 40 Jahre für Politik interessiert, ich bin jetzt 67 Jahre alt und ich kenne auch Uli Meier, sie kennt auch mich. Ne?
Und ich bin irgendwie gestaunt, als es nur zustande gekommen ist. Ich habe es einfach nicht erwartet, als der Kompatscher mit den Leuten eine funktionsfähige Landesregierung an die Reihe bringt. Ich bin ehrlich angenehm überrascht und ich hoffe, dass sie haltet, nicht beim ersten Problem auseinanderbricht. Nicht? Und ich muss der Uli Meyer auch ein Kompliment aussprechen, dass Sie und die Freiheitlichen sich da, ich stimme jetzt erneut auch vom politischen Denken, dass Sie sich da beteiligen. Und ich hoffe auch, die Italiener zwei kriegen, dann sollen sie zwei haben. Nicht? Wenn die konstruktiv mitarbeiten, dann passt das schon. Nicht? Wir haben nichts dagegen, dass elf sind. Mhm. Aber was der Königsberger sagt, wir haben ein paar Mal gehört, ne, der Königsberger kennen ja, so, der ist mir zu linkslastig und die Elisabeth Maria Rieder, die hat mir sehr gut gefällt, was sie sagt. Verstehe ich nicht ganz, dass sie sich da so negativ ausdrückt wie von Kompatscher. Und der Sven Knoll ist von mir aus gesehen ein Konfliktstifter. Nicht? Ich bin auch Patriot, aber was der Sven Knoll verursacht, ist mein Konflikt. Na, ganz kurz zu den Grünen. Ich bin, Sie ziehen da jetzt eine politische Analyse für uns, oder, Herr Jöchler? Ja, darf ich noch meine ganz kurz. Und die Grünen, die Brigitte Poppa ist eine gebildete Frau, kann nichts sagen. Aber natürlich, ich als Landwirt kann die Themen der Grünen nicht nachvollziehen. Und da sieht man ja, was in Deutschland zurzeit passiert. Ich wünsche nur, dass es Ihnen gelingt, dass diese Koalition trotz vieler Spaltungen durchhaltet. Das ist mein ganz großer Wunsch und dass die Landesregierung funktioniert im Interesse der Bürger. Dankeschön, Herr Jöchler, danke. Für viel Diskussionsstoff, Frau Meyer, sorgte auch diese Aktion, dieser Aufmarsch von Neofaschisten am Sonntag in Rom. Und da gibt es doch einige oder etliche Südtiroler, die sich auch folgende Frage stellen. Wie kann oder eine Partei wie die Freiheitlichen jetzt mit den Fratelli d'Italia an einem Tisch sitzen, wo ja gerade auch Fratelli d'Italia für ein politisches Umfeld gesorgt hat in den vergangenen Jahren, muss man sagen. Mit anderen Worten, wird jetzt nicht durch diese Koalition mit Fratelli d'Italia diese Ideologie von Neofaschisten, die jetzt am Sonntag in Rom aufmarschiert sind, salonfähig gemacht, Frau Meyer? Ja, Herr Bassani, wird jetzt einiges vermischt. Eines ist die Koalitionsbereitschaft unsererseits mit Fratelli d'Italia. Etwas anderes ist dieser klar zu verurteilende Aufmarsch, der am Sonntag stattgefunden hat. Und bitte zeigen Sie mir effektiv Beweise, dass Fratelli d'Italia dort mitmarschiert ist. Wir haben ganz klar gesagt, es gibt für uns drei Ebenen. Eines ist eine symbolische Ebene, wenn ich das so sagen kann. Und dort gibt es bei vielen Südtirolerinnen und Südtirolern verständlicherweise und auch naturgemäß nicht nur Bauchschmerzen mit Fratelli d'Italia. Das ist uns bewusst, das ist okay und das ist auch für uns Freiheitlichen absolut keine Liebeshochzeit. Das sind keine Schmetterlinge im Bauch. Dann gibt es die inhaltliche Ebene und hier kann sich ein Koalitionsprogramm vorzeigen lassen, das eben keine Mängel und keine Einseitigkeiten hat. Und dann gibt es eben noch die politische Ebene mit all den Problemen, die wir in Südtirol kennen, die wir haben und die wir lösen müssen, lösen können und auch lösen wollen. Und das Gesamtpaket hier ist absolut keine Wahlallianz, das möchte ich auch einmal ganz klar unterstreichen, sondern bei der man sich liebestechnisch vielleicht zusammentut, sondern eine nüchterne, pragmatische Arbeitskoalition. Das ist auch aus dem Arbeitspapier, aus dem Koalitionsprogramm ersichtlich. Etwas anderes wären Wahlallianzen. Gut, hier, aber da muss ich Sie schon fragen, Frau Meyer, wenn dann so richtig heiße, sage ich mal, ethnische Eisen dann aufs Parkett kommen, sprich Toponomastik, Proporz und so weiter, besteht dann die Gefahr, dass diese Landesregierung auseinanderbricht, in der ja immerhin nationalistische Parteien wie Fratelli d'Italia vorhanden sind und auch die Lega führt teilweise einen sehr nationalistischen Kurs? Das glaube ich nicht, denn die Koalitionspartner, wie Sie vorher gesagt haben, haben heute den Brief an den Landtagspräsidenten unterschrieben. Das heißt, sie stehen auch voll inhaltlich zu diesem Text. Und dann glaube ich nicht, dass es bei heißen Eisen einen Koalitionsbruch gibt. Und dann gibt es nach wie vor Möglichkeiten, auch wenn man sich inhaltlich einig ist, dass man sich von außen auch Unterstützung dann im Landtag bei gewissen Themen Themen sucht. Aber lassen Sie mich einen Satz ganz klar sagen, weil ich das jetzt wirklich und ich nehme diese ganzen Ängste wirklich ernst. Am Verhandlungstisch muss man ganz offen sagen,
ist es nie zu irgendwelchen Eskalationen gekommen oder wo man das Gefühl hätte, dass effektiv auch am ganzen Grundgerüst der Autonomie die Wiederherstellung, Ausbau und so weiter Probleme herrschen würden. Mhm. Und nur ganz aus 20-jähriger Landtagserfahrung kann ich sagen, wenn es um gewisse ethnische Themen geht, dann waren die Linken nie wirklich anders, als es die bösen rechten italienischen Parteien sind. Auch die Grünen. Was sagen Sie dazu? Die Freiheitlichen können erstmals in der Geschichte unseres Landes mitregieren als Juniorpartner der SVP in der neuen geplanten Mitte-Rechts-Regierung. Was halten Sie davon? Was sagen Sie dazu? Und Sie können auch gerne an meinen Gast Uli Meier Fragen stellen. Das alles unter der kostenlosen grünen Nummer 83x0-144-77. Frau Sieglinde aus Eppern ist jetzt in der Sendung. Grüß Gott. Ja, hallo, grüß Gott. Also ich möchte sagen, natürlich bin ich 100% überzeugt, dass die Freiheiten es schaffen. Ich meine, sie haben so viel Erfahrung, sie haben schon so viel eingesetzt, wegen der Migrationsthemen, die dann später endlich einmal vor 2-3 Jahren aufgegriffen sind von der tatsächlichen Mehrheit. Dann ebenso das leistbare Wohnen und viele andere Themen, die wir alle kennen, haben die Freiheiten aufgegriffen, haben mir richtig die Chance gekriegt, es durchzusetzen. Vielleicht gelingt es jetzt besser. Die Freiheiten haben ja alle Arbeitskategorien, sei es Bauern, Unternehmer, Intellektuellen, schließlich die Lehrer und so weiter mit ein. Und natürlich auch Handwerk im Programm als Wählende, stellen wir mal vor, und deswegen vertreten sie meiner Meinung nach sehr gute breite Palette der Südtiroler Bevölkerung. Ich möchte sagen, ich bin sehr enttäuscht davon, dass das zustande kommt, die Fratelli d'Italia, dass sie da so weit vordringen können, zum Nachteil der deutschsprachigen Bevölkerung meiner Meinung nach. Und geschockt hat mir die Zeller-Aussage, vom Herrn Zeller, die Aussage, der Pakt mit dem Teufel. Besser ist der als sonst was. Das ist wirklich ein großer Schock, eine Enttäuschung, dass man sowas überhaupt in den Mund nehmen kann. Mhm. Und damit wünsche ich besonders der Frau Uli ganz viel Erfolg und sehr viel Freude bei der neuen Aufgabe. Wir werden es alle gut schaffen. Dankeschön, Frau Sieglinde. Ich würde gleich den nächsten Anrufer in die Sendung nehmen, nämlich Harald Zelger aus Margreit. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich hätte eigentlich eine Frage. Gerne. Ich habe seit dem Wohnen ein bisschen mitverfolgt und dann eigentlich gesehen, beim ersten Rund Tisch ist es, glaube ich, gewesen. Zwar gewisse Herrschaften, was kann da dabei sein, haben eigentlich Gesichter gemacht, als wenn sie sagen möchten, wir lassen es nicht reinreden. Wir kämpfen, das ist ein bisschen hochgeschaut bei den Deutschen, die lassen sich auch nicht reinreden und jetzt haben sie den Schlamassel. Ich hoffe, dass die Uli Meier, dass sie sich diesmal reinreden lassen. Herr Zelger, wen meinen Sie mit welcher Herrschaft? Ja, den Herrn Kornbatscher und den Herrn Rachhammer. Okay. Die haben bei der ersten Runde gesagt, alle zwei, so kenne ich jetzt. Es ist kein Sorgen, was meinst, wir lassen es nicht reinreden und sie muss aufhören, weil die Oppositionsparteien sind vom Volk gewählt worden und es ist Zeit, dass ein bisschen, weil sonst tut es mir leid, aber wir sind sie halt arbeiten gehen, wir haben normale Arbeit dran, wenn sie ihre Aufgaben nicht nachkommen. Frau Meier, danke schön. Danke, Herr Zelger. Frau Meier, was sagen Sie dazu zum letzten Anrufer beispielsweise? Na genau, solche Rückmeldungen haben wir jetzt seit der Koalitionstisch begonnen hat zu arbeiten, ganz oft gehört. Wir haben uns vielleicht in den letzten Wochen medial etwas zurückgehalten, weil es uns wirklich wichtig war, am Tisch konzentriert zu arbeiten und so wenig wie möglich nach außen zu sprechen. Aber es ist gelungen, dass wir mitreden, dass wir einfließen, dass wir Maßnahmen setzen können. Und ich glaube grundsätzlich, das müssen wirklich auch die Gegner oder die Kritiker verstehen. Wie es früher immer war, ist mit dem 22. Oktober 2023 begraben worden. Weil die Mehrheitsverhältnisse einfach ganz anders sind. Es gibt komplett eine neue Situation. Es hat noch nie einen deutschen Partner gebraucht. Es hat noch nie 5 Parteien am Tisch gebraucht. Dann ist ganz klar, dass man sich auf Arbeit beschränkt. Dass man ganz pragmatisch an die Sachen, an die Themen herangeht und versucht, natürlich mit Rechtsansichten
die Probleme, die unser Land und unsere Menschen im Alltag haben, diese auch zu lösen. Opfert man unter Anführungszeichen auch dafür vielleicht ideologische Überzeugungen? Auch gestern bei Pro und Contra habe ich zum Beispiel mit Otto Maiknecht darüber gesprochen und der hat gesagt, wir halten dennoch an unserer ideologischen Überzeugung eines Freistaates Südtirol fest. Das wird ja, das ist ja selbstverständlich. Aber Frau Mayer, mit Fratelli d'Italia wird das relativ schwierig sein umzusetzen, ganz ehrlich. Na, umzusetzen, das setzt keine Partei um, Herr Bassani. Also ja. Ich denke, dass Sie als Journalist inzwischen auch nicht das wächst in der Bevölkerung. Okay. Und man muss auch hier ganz klar sagen, es ist ein Ritterschlag und ich persönlich muss auch sagen, es erfüllt mich schon irgendwo auch mit Freude, dass man nicht alles falsch gemacht hat, dass alle italienischen Parteien, egal ob sie links oder rechts sind, mit den Freiheitlichen keine Berührungsängste haben und über alles sprechen. Nicht jede deutsche Oppositionspartei ist in dieser Position. Und ein Freistaat wächst dann, wenn man die Möglichkeit hat, mit den Menschen darüber zu kommunizieren. Das hat man in einer Regierung sicherlich noch mehr, als es leichter in der Opposition ist. Ja. Aber ein Amt verändert doch niemals eine Person oder eine Ansicht. Sie wissen aber auch, Frau Mayer, dass bisher die Juniorpartner der SVP bei den darauf kommenden Wahlen gewissermaßen untergingen oder gar teilweise sogar verschwunden sind. Das hängt, denken wir an die Vergangenheit. Ja, aber ganz, ganz ehrlich, Herr Bassani, das hängt auch mit den Persönlichkeiten und mit den Charakteren zusammen. Ja. Bisher hatte es die Volkspartei bequem, immer einen italienischen Partner zu haben, wo jeder inzwischen weiß, der länger als eine Legislatur im Landtag ist, dass es hauptsächlich um den Posten geht und weniger um Inhalte und um Themen. Und uns Freiheitlichen ist es in erster Linie wichtig, dass wir Themen und Inhalte platzieren können, dann vielleicht ein Posten. Und auch hier war es immer wichtig, dass wir gestalten können, sozusagen. Über die Posten werden wir gleich diskutieren. Uli Mayer ist heute Gast bei mir im Mittagsmagazin Speziell. Rufen Sie an, stellen Sie Fragen an meinen Gast. Gerne können Sie auch einfach mitdiskutieren. Das alles unter der kostenlosen grünen Nummer 83 mal die 0 144 77. Franz Gasser aus Villanders hat diese Nummer gewählt. Grüß Gott, Herr Gasser, bitte schön. Bitte. Ja. Ich muss leider Gottes die Schätzung von Juli schon, oder muss ich jetzt komplett widersprechen, wo sie sagt, dass es nur um Posten geht. Liebe Frau Uli, erinnern Sie sich an Ihren Sager, ich war selber in Bozen durch Zufall und von dem Moment an jeden Respekt zu Ihnen verloren. Und Straßen hat die abgeguckt vor, die wollen, haben die Bombe hier als Gewiss nicht platzen lassen können. Ja, nur ist das, was Sie vorhin gesagt haben, genau der Gegensatz, dass ich gesagt habe, es geht nur um Posten. Dann ist es damals auch um Posten gegangen. Aber lassen wir das dahinstellen. Ich gebe Ihnen die Chance, okay. Aber zweitens, warum? Das ist ja aus der weiter langen Hand in Rom geplant gewesen, dass das als Rechtshause geht. Weil, warum hat man denn die Kompetenzen genommen, die was ins Long schon zugesprochen und auch durch die Verträge niedergeschrieben sein? Das ist alles gemacht worden. Darf ich ganz kurz erinnern? Ganz kurz bitte, ganz kurz, Herr Gasser. Nein, bitte, ganz kurz. Warum hat man damals nicht imstande gewesen, den guten Siegesplatz in Friedensplatz umzudingen? Man hat ja gesehen, wie viele von Italien hergekocht worden sind. Und den Gruß jetzt in Rom, und der hat mich erschreckt, da man denkt, wir seien mir im Mittelalter zugekommen. Mhm. Und nun sagt man, na, mit dem Gruß, die hat sich ja schnell distanziert. Na bitte, der Gott will. Ich wünsche mir, dass die Regierung wirklich, aber ich bin mir fast sicher, dass das nicht lang dauert. Man tut einen Krach und man sagt, macht gehen wir halt wieder zurück. Danke, ich hoffe, danke, Herr Gasser. Danke. Frau Mayer, da müssen Sie jetzt schon darauf antworten. Da fiel einmal der Begriff Politpensionen, Ihr famoser Sager, hätte ich das gewusst. Also, Herr Bassani, kommen Sie ruhig zum Mikrofon, bitte, Frau Mayer, bitte. Passt, ich werde jetzt nicht 10 Jahre zurückgehen, denn ja, ich glaube, ich habe das angesprochen. Zigmal das hier diskutiert. Was den Friedensplatz anbelangt, war damals eine Abstimmung hier in Bozen. Dass... Von langer Hand geplant, hat Franz Gasser auch gesagt. Das heißt, Nein, das glaube ich nämlich nicht. Es geht immer hier um den Ausbau der Autonomie, logischerweise, vielleicht als Hintergrund für unsere Zuhörer daheim. Also deshalb hört man immer wieder diesen Vorwurf mit rechts, mit Fratelli, d'Italia und Lega, muss deshalb die SVP diese Koalition eingehen? Sie muss nicht. Nein, das ist der Vorwurf, damit
damit man einen möglichen Ausbau der Autonomie erreicht, Frau Mayer? Schauen Sie damals nach den Parlamentswahlen. Und auch da einen Satz lassen gerne, Sie mich sagen. Gerne, bei gerne. Den Parlamentswahlen haben wir Freiheitlichen ja auch schon kandidiert und wir haben damals auch nicht mitgetan, als zum großen Halali geblasen wurde gegen die Kandidatin Meloni. Diese ganze Angstmache haben wir nicht mitgetragen. Wir haben auch gesagt, es wird nicht so kommen und wir hatten recht. Nach den Wahlen hat Frau Meloni, die Ministerpräsidentin, diese Aussage getätigt. Sie hat dieses Fenster geöffnet. Zum Ausbau zum der Ausbau, Autonomie? Zum, vor allem auch zur Wiederherstellung der verloren gegangenen Kompetenzen, die Südtirol, 1992, ja. Die Südtirol ja. Mit der Verfassungsreform auch von 2001 und so weiter. Mhm. Die Geschichte kennen wir. Von langer Hand geplant. Dass jetzt ja. Die SVP versucht, sie hier festzunageln und wirklich dieses offene Fenster, das Frau Meloni selbst aufgetan hat, zu nutzen, ja, Entschuldigung, das kommt ja dem ganzen Land, das kommt den Menschen zugute. Und da muss ich sagen, würde ich es dem Landeshauptmann von Herzen gönnen, wenn ihm das gelingen würde. Denn Weil wir alle davon profitieren würden. Wir Freiheitlichen ja. waren auch immer dafür, dass da halten wir es wie Maniago, die Blumen am Wegesrand pflücken. Genau, wir genau. möchten halt irgendwann einmal die Vase auf den Tisch stellen. Aber auf den Weg dorthin ist alles zu unternehmen, um das auch wirklich glücken zu lassen. Christina Stabler aus Ritten möchte gerne noch mitdiskutieren. Bitte, Frau Stabler, bitte ganz kurz. Ja, grüß Gott, da ist Stabler. Nein, ich muss schon sagen, ich finde es einfach beschämend von der SVP, für die Freiheitlichen, mit die Fratelli d'Italia Regierungskoalition einzugehen. Weil als Südtiroler mit der Geschichte, ja, da verkauft es eigentlich alle. Wo sind denn unsere Werte geblieben? Denkt mal noch, da geht es allein mehr um den Sessel, damit das kennt, unten sitzen und monatlich einen Scheck stecken. Das ist ja ein Witz als Tom. Und weil Sie Frau Mayer in Maniago zitieren, ja, der tat sich ja in grob umdrehen, wenn es mit den Leuten zusammenarbeitet. Nein, es tut mir leid, aber ich habe den Glauben an die Politik total verloren. Wiederhören. Frau Stabler, das ist ja so ein schöner Abschlussgedanke. Glauben Sie nicht auch, dass durch diese neue Koalition etliche Südtiroler wie Frau Stabler wirklich den Glauben, wie sie selbst gesagt hat, an die Politik verloren hat, dass sie sagt, so, das sind nicht mehr meine politischen Werte? Schauen Sie, umso mehr wird es Ansporn sein müssen, dieser Regierung die Menschen zu überzeugen. Wie gesagt, Sicherheit, leistbares Wohnen, Ausbau der Autonomie, Energieunabhängigkeit, Unterstützung gerade für Rentner und Familien, das ist gut möglich unter dieser politischen Konstellation. Das ist im Programm ersichtlich. Man wird liefern müssen und diese Menschen überzeugen. Und ich bin nach wie vor fest entschlossen und auch überzeugt, dass es sogar gelingen kann, sehr gute Arbeit für Südtirol zu leisten. 30 Sekunden haben wir noch. Uli Mayer, 8er oder 11er Landesregierung? Otto Malknecht hat gestern bei Pro und Contra gesagt, wir Freiheitlichen wollten eigentlich immer eine kleine Landesregierung. Das stimmt, wir haben immer so argumentiert, wir werden kein Veto einlegen. Ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt ganz... Lassen Sie sich alles gefallen, so gesehen. Na, wieso? Also wieso immer solche ich Geschichten? Frage einfach also, nur, Frau May, frag das nur. Programm ja. ist wirklich sehr gut gelungen. Mhm. Es ist egal, ob 8, es ist, für uns spielt das wirklich jetzt keine große Rolle. Wir argumentieren auch nicht nur mit den Kosten, denn ich habe die glückliche Situation, 10 Jahre die größere Landesregierung erlebt unter Luis Durnwalder, jetzt 10 Jahre die kleinere Landesregierung. Aus der Erfahrung und auch, ich habe wirklich kein Problem zu sagen, dass man sich auch manchmal irren kann. Eine größere Landesregierung hätte auf alle Fälle den Vorteil, dass die Verwaltung wieder besser funktioniert. Die wollen wir ja auch bürgerfreundlicher gestalten. Und dass Landesräte mit Mehrfach- und Doppel- und Dreifach-Ressorts nicht überfordert sind. Auch das käme der Politik zugute. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Für die parlamentarische Arbeit im Landtag, muss man ganz offen sagen, wäre eine 8 doch besser. Ja. Wären Sie in Zukunft das nächste Mal zu mir im Mittagsmagazin speziell als Landesregierung?
Landesrätin kommen, Frau Mayer? Das weiß ich nicht. Wenn ich die Glaskugel vor mir hätte, dann könnte ich Ihnen bestimmte andere Dinge auch sagen. Es deutet einiges darauf hin, aber okay, lassen wir mal bevor, offen. Das habe ich auch inzwischen gelernt, bevor nicht gewisse Dinge wirklich abgeschlossen sind, besser nicht äußern. Ja. Das kann man mir danach nicht. Wir spekulieren weiter, freuen uns auf alle Fälle, wenn Sie wieder zu uns kommen. Uli Mayer, danke schön für den Besuch bei uns im Studio. Danke, Herr Bassani.